Servus und herzlich willkommen zur Pre-Match-Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Essen am kommenden Samstag um 14.01 Uhr. Eine Minute nach hinten geschoben, weil wieder Klimaschutz-Spieltag ist. Also der 5. steht ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Zu meiner Linken Rüdiger Rehm, unser Cheftrainer, der natürlich auf eure Fragen wartet. Und ich würde dich kurz, Rüdiger, darum bitten, dass du mit einem Personalupdate und vielleicht nochmal mit einem kleinen Rückblick zu unserem letzten Heimspiel beginnst. Danke. Ja, wir hatten ja zwei Heimspiele sogar, ja, mit dem Pokalspiel, was wir auch noch haben. Deswegen sind wir jetzt in der Ende der zweiten englischen Woche. Ja, mit dem Saarbrücken-Spiel waren wir natürlich nicht 100% zufrieden, weil wir es gerne gewonnen hätten. Aber im Großen und Ganzen war, glaube ich, die Punkteteilung dann in Ordnung. Ja, wir waren an dem Tag natürlich auch nicht ganz so durchschlagskräftig, hatten zwar die Mehrzahl an Torchancen aus dem Spiel raus, aber der Gegner hatte dann auch nochmal die eine andere Standardsituation. Deswegen abgehakt, weiter geht's. Pokal haben wir die Pflicht auch erfüllt, haben wir auch ein ganz dominantes Spiel abgeliefert mit einem hochverdienten Sieg. Genau das ist die Aufgabe im Pokal und jetzt haben wir uns natürlich auch schon wieder vorbereitet auf Rot-Weiß Essen, auf einen Gegner, der uns in einem vollen Stadion mit Sicherheit viel Emotion und Mentalität auch nochmal herausfordern wird und versuchen wird, natürlich auch aus ihrem schlechteren Start etwas Positives jetzt rauszuholen und alle mit aller Macht versuchen, den Bock umzustoßen. Was das Personal angeht, sieht so aus, dass David Kopacz und Max Dittgen im Aufbautraining sind, ja, im Mannschaftstraining noch nicht vollständig drin, aber sehr, sehr nah dran. Und jetzt geht es eben darum, nach ihrer Verletzung, die ausgeheilt ist, jeweils sie einfach fit zu machen, so fit zu kriegen, dass nicht irgendwelche Folgeverletzungen entstehen. Deswegen werden sie mit Sicherheit am morgigen Tag nicht mit dabei sein. Dazu ist aus dem Pokalspiel Maxi Neuberger ein bisschen angeschlagen, ja, hat ein bisschen Probleme mit den Adduktoren, müsste aber eigentlich machbar sein, dass er zumindest ein Thema für den Kader sein wird. Gut, so viel zum Eingangsstatement. Dann kennt ihr das altbekannte Spiel. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt Anschlussfragen zu stellen. Die Leute, die wir oben sehen, können gerne zur realen Hand greifen, die anderen gerne zur digitalen. Im Moment sind allerdings alle Hände unten. So, wer traut sich? Wer möchte zuerst? Oder seid ihr so schon glücklich jetzt? Nein. Bernd König vom Kicker macht den Anfang. Bernd, bitte. Morgen, Gruß in die Runde. Hallo, Herr Rehm. Guten Morgen. Eine Frage. Der Abgang von Merlin Röhl, der hat sich ja schon ein wenig länger angezeichnet. Ich hätte eigentlich nur als Frage, wie sehr schmerzt er hinsichtlich zum nächsten Spiel von der Aufstellung her und ob der eigentlich da schon einen Plan B im Kopf, wie er ersetzt werden soll? Ja, natürlich, wenn Merlin Röhl nicht spielen kann, dann schmerzt es natürlich. Aber wir sind sehr, sehr glücklich, dass er noch die Spiele für uns gemacht hat. Dass er vor allem auch sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, dass er sich selber in den Fokus gestellt hat, dass er uns geholfen hat, er sich selbst geholfen hat. Und jetzt wünschen wir ihm natürlich alles, alles Gute auf seinem Weg. Wir hätten ihn natürlich gerne sportlich dabei gehabt, wissen aber auch um einerseits die Verantwortung des Spielers gegenüber und natürlich auch für den Verein. Und von daher sind wir froh und glücklich, dass wir so einen Jungen ausgebildet haben, dass wir ihn dementsprechend jetzt auch in die Bundesliga den Weg geebnet haben. Und wie gesagt, wünschen ihm alles Gute und versuchen jetzt natürlich den nächsten zu entwickeln, die nächsten Spieler zu entwickeln, was unsere Jungen angeht. Und die Position von Merlin müssen wir jetzt eben gucken, wie wir sie ersetzen, wie wir sie auffüllen. Und da haben wir aber auch genug Möglichkeiten und da muss sich der Nächste in den Fokus spielen. Und vielleicht noch eine Nachfrage dazu, ein Transfer auf diese Position ist nicht geplant, oder? Ja, solange das Transferfenster offen ist, will ich gar nichts ausschließen, ja, weil da gibt's ja immer wieder hin und her. Und es ist natürlich ärgerlich, dass es jetzt so nach 4-5 Spieltagen nochmal Veränderungen gibt im Kader, ja, Abgänge, vielleicht auch nochmal Zugänge, weil dann einfach so ein bisschen was durchgemischt ist. Ich wäre immer froh, wenn es im Endeffekt mit dem Saisonstart zu Ende ist. Dann hat man als Trainer ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber damit müssen wir leben. Mit den Dingen, mit den Umständen müssen wir umgehen. Und von daher nehmen wir das so an, wie es ist und versuchen das Beste draus zu machen. Aber ich schließe weder das eine noch das andere aus. Da bin ich schon zu lange dabei. Danke dir, Bernd. Vielleicht kannst du das Mikro noch ausmachen. Das ist geschehen. Und dann geht's weiter mit Benjamin Siegmund von der Neuburger Rundschau. Benni, bitte. Ja, ich hatte auch die Frage mit Merlin Röhl eigentlich geplant. Vielleicht dann an Sie als Trainer.
versucht man dann nochmal auf einen Spieler einzuwirken, dass er vielleicht Perspektiven aufzeigen, dass er vielleicht doch in Ingolstadt bleibt, oder muss man das in dem Geschäft einfach akzeptieren? Ich habe nur auf ihn eingewirkt, dass er einfach nochmal versucht, alles für uns zu geben, dass er nochmal die bestmögliche Leistung bringt, um sich vielleicht selber auch nochmal mehr in Fokus zu stellen. Ja. Ist natürlich bei so einem jungen Mann, auf den viel einprasselt dann in der Zeit, nicht ganz einfach. Aber wir haben sehr, sehr gute Gespräche miteinander geführt und ich glaube, dass er mit seiner Leistung es zurückgezahlt hat und sich selber natürlich auch damit belohnt hat. Aber ich glaube, dass es schwierig war, ihn zu überzeugen, dann nochmal noch länger, wenn solche Angebote vorliegen, dann noch länger in Ingolstadt zu bleiben. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt personelle Alternativen. Könntest du da mal ein, zwei nennen, die da für die Position in Frage kommen? Ja, wir können im Endeffekt auf Jalen Hawkins, auf Rico Preisinger, Tim Civea, ja, da haben wir genug zentrale Mittelfeldspieler, die da mit einwirken können. Wir können auch einen Stürmer ein bisschen hängen spielen lassen. Also da gibt es sicherlich Dinge, die wir machen können. Wir haben ja auch das System so ein bisschen angepasst, ein bisschen verändert gehabt, auch auf Merlin Röhl. Vielleicht verändern wir es wieder in die andere Richtung. Also von daher sind wir da sicherlich flexibel, was das angeht, und werden jetzt schauen, was das Bestmögliche ist, um Essen am Samstag zu schlagen. Vielleicht dann gleich noch im Anschluss zu Essen. Saisonstart ist für den Aufsteiger ja relativ missglückt, sage ich jetzt mal. Was kommt da auf den FCI zu? Ja, erstmal muss man sagen, dass sie sich unter Wert verkauft haben bisher. Ja, also sie haben natürlich schon grobe individuelle Fehler gemacht, und wenn du die machst, dann ist es natürlich schwierig, auch Spiele auf deine Seite zu ziehen. Aber insgesamt, die Spiele waren trotzdem ordentlich, sie haben gut dagegen gehalten. Natürlich haben sie in der Defensive, wie gesagt, immer wieder diese Patzer drin gehabt. Die muss man als Mannschaft, egal ob als Aufsteiger oder als Absteiger oder wie auch immer, die muss man abstellen, sonst wird es schwierig, Fußballspiele zu gewinnen. Da werden sie sicherlich dran arbeiten, da wird mein Kollege mit den Jungs arbeiten. Wir müssen gucken, dass die Fehler vielleicht weiter Bestand haben. Ja, dafür müssen wir sie beschäftigen, und deswegen, wir wissen, dass es kein Selbstläufer ist. Wir wissen, dass der Start nicht unbedingt das ist, was sie als Leistung gezeigt haben. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Ja, vor einer extrem guten Kulisse, mit einer tollen Atmosphäre, ähnlich wie es in Osnabrück auch war. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Es wird sicherlich auch emotional und hektisch immer wieder mal. Und da müssen wir gucken, dass wir dagegen halten, dass wir die Aktivität mitnehmen, aber vielleicht auch immer wieder mal unsere die Ruhephasen mit Ball gönnen und da vielleicht das eine oder andere dann gezielt vortragen. Danke erstmal. Danke dir, Benni. Deine Hand wäre noch oben, vielleicht kannst du sie noch mal runternehmen, also deine digitale. Und dann gucken wir noch mal in die Runde, ob die Kollegen vom Donaukurier oder vom Funkhaus auch noch Fragen hätten. Jawohl, das Funkhaus Ingolstadt in Form von Lukas Schröder, bitte. Der Ton. Jetzt müsstest du nur dein Mikro nochmal anmachen, Lukas. Unten links, genau. Meistens natürlich besser. guten Morgen nochmal. Genau, ja, ist noch ein bisschen dran angelehnt. Hat man 4 Spiele ohne Gegentor, und wenn man natürlich den Toto-Pokal noch dazu nimmt, hat man ja auch kein Gegentor. Wie kriegt man da vielleicht auch so, sag ich mal, mental haut es auch dann hin, dass, wenn gerade bei so einem Essensspiel mit einer großen Kulisse, wie Sie eben gesagt haben, wenn dann doch mal ein Tor passiert, gerade ein Aufsteiger, die wollen Sie natürlich gerade auch bei dem Spiel jetzt nicht unter Wert verkaufen und alles raushauen aus der Partie, wie kann man dann trotzdem, sag ich mal, das Level dann oben halten, dass, wenn vielleicht dann doch mal jetzt das erste Gegentor passiert, das ist ja dann doch auch dann vielleicht dann so ein kleiner Knacks dann im Kopf. Da gehen wir gar nicht drauf ein, weil sonst dann kann auch kein Knacks passieren. Also wir hoffen erstmal, dass wir keins bekommen. Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr stabil in den ersten 4 Pflichtspielen bzw. Meisterschaftsspielen waren. Und in den Pokalspielen waren die Gegner, glaube ich, nicht mal großartig in unserem 16er drin. Was aber auch Grundvoraussetzung ist, weil der Klassenunterschied natürlich schon auch zu sehen sein muss, was die Pokalspiele angeht. Aber in den Meisterschaftsspielen haben wir auch sehr, sehr gut verteidigt. Und alles, was wir nicht verteidigt haben, haben unsere Torhüter entschärft. Das gehört auch dazu, zu einer Fußballmannschaft, dass man, wenn man mal was durchgeht, dass dann eben einer zwischen den Pfosten steht, der dann auch nochmal rausholt. Wir haben 2, die zwischen den Pfosten standen und im Endeffekt bisher alles rausgeholt haben, was aufs Tor kam. Und das ist sehr, sehr gut. Das gibt uns natürlich auch Sicherheit. Und deswegen gehen wir natürlich überhaupt nicht davon aus, dass wir irgendwann ein Gegentor bekommen. Aber es wird nicht so sein, dass wir es ausblenden können oder dass es nicht passiert. Und wenn es so ist, dann nehmen wir das auch hin und werden dann versuchen, eben 2 zu machen. Ganz einfach. Und wir wissen um unsere Stärke in der Defensive. Wir wissen aber auch, dass wir das eine oder andere noch optimieren können. Und da werden wir dranbleiben. Und trotzdem sind wir natürlich mit dem Start, vor allem was die Gegentore angeht, sehr, sehr zufrieden.
Du wärst noch drauf, Lukas? Ansonsten, ja, eine Frage, die hat sich vorhin schon übrig, die war zu Merlin. Wäre erstmal rum. Soweit. Alles klar, dann kannst du gerne dein Mikro wieder ausmachen. Wunderbar. Und dann geht's schon weiter mit Florian Wittmann vom Donaukurier. Flo, bitte. Das Mikro. Das ist aber tatsächlich schon auf, Flo. Hm. Wenn nicht, kannst du es auch gerne in den Chat schreiben. Ja? Dann warten wir kurz. Könnt ihr nochmal in euch gehen, ob euch noch irgendwas einfällt, was noch auf eurem Zettel steht? Ich merke schon, die PK war zu früh. Da funktionieren viele Dinge nicht. So. Spieler sprechen von der besonderen Atmosphäre an der Hafenstraße. Ist das für den Trainer genauso besonders? Ja, jedes Stadion, was natürlich voll ist, hat seine Besonderheit und seine Atmosphäre. Und ich war an der Hafenstraße als Spieler schon und ich war als Trainer auch mal dort. Und das hat natürlich auch schon was, schon seinen Reiz, weil es einfach auch eine denkwürdige Stätte ist und ja, hat vieles schon gesehen, glaube ich, in den letzten 60, 70, 80 Jahren. Keine Ahnung, wie lange es die Hafenstraße schon gibt und das Stadion, aber ist ja schon legendär. Und deswegen freuen wir uns natürlich und wissen auch, dass da eine Wucht von den Rängen auf uns zukommt, ja, wo wir dagegen halten müssen. Wie gesagt, das haben wir in Osnabrück auch gehabt. Und das sind eigentlich die Fußballspiele, die am meisten natürlich auch Spaß machen, wenn dann wirklich auch das Stadion proppevoll ist, die Emotionen mit drin sind und ja, das Publikum natürlich auch voll mitgeht. Und wir werden da darauf vorbereitet sein. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ja, und werden alles versuchen, natürlich auch diese Atmosphäre an uns abprallen zu lassen, einer oder andererseits auch mitzunehmen, um einfach auch Topleistung zu bringen. Gut, dann danke dir, Rüdiger. Flo ist auch nicht mehr zu hören, beziehungsweise keine Nachricht mehr zu lesen. Dann gehe ich mal davon aus, das war's. Sonst vom Rest noch irgendwelche Fragen, irgendwas noch offen? Jawohl, vom Roland Geier, auch von der Neuburger Rundschau. Roli, bitte. Morgen zusammen. Moin. Herr Rehm, wir haben Ihnen im Pokalspiel Stevanovic überzeugt oder gefallen. Er hat doch ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie weit ist er an der Startformation dran? Ja, ich glaube, dass wir mit allen ganz zufrieden sein können. Ja, wie gesagt, wir haben hoch überlegen, wir hätten gern vielleicht das eine oder andere Tor mehr gemacht. Das gehört dazu, das hätten wir sicherlich auch verdient gehabt. Nikola hat sein Tor gemacht nach einer Standardsituation, was natürlich auch seine Stärke ist. Wir haben hinten die Null gehalten mit Nico und Nikola, auch das ist gut. Aber wir haben natürlich auch mit Kelvin und mit Visa im Moment wirklich zwei sehr, sehr gute Innenverteidiger und mit Schröcki davor, die natürlich auch so dieses Bollwerk gerade machen. Und solange da keiner jetzt gerade ausfällt oder irgendwie patzt oder in eine Formkrise kommt, ist es natürlich auch immer wieder schwer. Da muss man auf seine Chance warten. Nikola muss auf seine Chance warten, genauso wie diejenigen, die am Samstag auch nicht beginnen werden. Ja, die sind auch heiß und die haben auch jetzt am Dienstag gezeigt, dass sie die absolut professionelle Einstellung haben. Und deswegen war ich am Dienstag, wie gesagt, auch sehr zufrieden und da hat jeder seinen Anspruch angemeldet und das ist auch gut so und trotzdem haben wir natürlich auch nicht so schlechte Spiele gemacht in den letzten Wochen, dass sicherlich kein Grund besteht, da 5, 6, 7 Veränderungen zu machen. Eine müssen wir machen, allein durch Merlin und von daher werden wir das natürlich auffüllen, werden gucken, wer da die Chance bekommt und der muss sie versuchen zu nutzen und das muss Nikola und der Rest natürlich genauso machen. Dankeschön. Danke auch. Die digitalen Hände bleiben unten, dann schauen wir mal, wie es bei den realen aussieht. Genauso. Dann war es das wohl eurerseits. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein Teil von euch sehen wir an der Hafenstraße, den Rest dann nächste Woche. Noch kurz für euch die Info, rund 100 Fans werden uns begleiten, vielleicht für euren Bericht dann auch relevant. Vielen lieben Dank, macht es gut, schönes Wochenende, bis bald.